Hi Leute, Servus zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das heutige Thema ist für den Arsch, wie man im Titel schon lesen kann. Es geht um den Sitz und zwar, um gleich auf den Punkt zu kommen, hat man schon öfter darüber Gedanken gemacht, wie wäre es denn eigentlich mit einem anderen Sitz auf der Tri-City? Weil ja, der Sitz, der da drauf ist, er ist nicht schlecht, aber ja, ich war das letzte Mal beim Händler und habe die X-Max 300 gesehen und habe halt dann für mich so entdeckt, dass der Sitz ja relativ ähnlich ausschaut wie der von der Tri-City. Allerdings ist er viel schöner. Er hat diese Metalloptik-Elemente, die diesen Yamaha-Schriftzug drauf haben, hat diese angedeutete Rückenlehne und er ist auch ein bisschen bequemer zum Sitzen, weil ich habe mich draufgesetzt und habe halt festgestellt, er ist bequemer zum Sitzen. Ja, Problem, er ist auf dem X-Max 300 und nicht auf der Tri-City und ja, bis vor kurzem habe ich ja nichts gesehen auf den Ersatzteilseiten oder sowas, dass es diesen Sitz geben würde. Es gibt halt leider bloß diesen komischen Sitz, jetzt sage ich schon komisch, diesen Sitz halt, der drauf ist, diesen ganz normalen Standardsitz. Ja, jedenfalls habe ich mir dann immer wieder mal Gedanken gemacht, ob nicht vielleicht dieser X-Max-Sitz ja auf der Tri-City passen könnte. Und ja, habe mir dann das immer wieder mal beim Händler angeschaut, habe so verglichen mit der Tri-City und er ist schon relativ ähnlich. Und ja, dann auf den Ersatzteilseiten habe ich einfach mal die X-Max eingeben, die Tri-City eingeben, habe die Artikelnummern verglichen von den zwei Sitzen, aber ist ja sowieso klar, ist komplett verschieden von der Nummer, weil es ja verschiedene Sitze sind. Aber irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja mal Artikelnummern vom Helmfach vergleichen und siehe da, sie haben fast das identische Helmfach, also da ist eine minimale Kleinigkeit anders, aber das ist eher an der Unterseite, an der Aufnahme für den Helm. Ja, jetzt dachte ich mir, wenn er oben passt, dann sollte er ja normalerweise... Falsch. Jetzt dachte ich mir, wenn das Helmfach gleich ist, dann sollte ja auch normalerweise der Sitz relativ ähnlich sein und könnte passen. Na, auf jeden Fall habe ich mich dann halt auch immer wieder mal gefragt, ob es auch wirklich so sinnvoll ist, diesen sauteuren Sitz zu kaufen, weil er ist schon wirklich verdammt teuer. Und also mit fast 300 Euro neu. Vor allem, es ist ja ein Test. Ich meine, was ist, wenn er nicht passt? Ne? Gut, beim neuen könnte ich ihn zurückschicken, aber einen neuen wollte ich auf keinen Fall kaufen, weil das ist mir nicht wert, 300 Euro. So gewaltig ist dann der Unterschied wahrscheinlich doch nicht. Also habe ich geschaut bei eBay Kleinanzeigen, gebrauchte X-Max-Sitze und ja, aber riesen Glück gehabt, habe ein super Sitz, also würde sagen, wie neu, oder er ist eigentlich neu, weil der Verkäufer hat ihn eigentlich direkt nach dem Kauf umbaut. Der hat sich ja angeblich den Komfortsitz drauf gebaut, aber ich denke, das, was ich jetzt habe, ist der Komfortsitz. Ich denke, er hat einfach den mit anderen Nähten. Jedenfalls habe ich den dann günstig bei eBay gekriegt. Gruß gleich mal an den Verkäufer, war echt sehr nett. Und jo, dann bin ich rausgegangen zum Roller und sehe da, das Ding passt. Das heißt, da ich im ganzen Internet nichts dazu finden konnte, ob er wirklich passt, der Händler konnte es mir nicht sagen, keiner konnte es mir sagen, aber ich kann es euch jetzt sagen, der X-Max-Sitz passt auf die Tri-City, zumindest der von der X-Max 300. Ja, genau. Habe allerdings gesehen, für die Tri-City, zumindest für die neue, für die 22er, gibt es diesen Sitz jetzt auch. Also wäre jetzt gar nicht mehr tragisch gewesen. Aber vorher habe ich auf jeden Fall keine Info dazu gefunden. Und wie gesagt, sollte es für euch einer umbauen wollen, ich kann jetzt ganz verlässlich sagen, es gibt diesen Sitz für die Tri-City. Und zwar lässt sich der von der X-Max montieren. Genau. Was zum Beispiel ein Riesenvorteil war, was für mich jetzt absolutes Kaufargument war, das war die Beschaffenheit vom Sitz.
Hi, jetzt bin ich wieder da von einem anderen Ort. Jetzt musste ich kurz den Ort wechseln oder habe jetzt den Ort gewechselt. Jetzt ist nämlich schon ziemlich dunkel. Ja, kam eine Fußgängerin mit dem Hund vorbei gerade und ja, jetzt haben wir uns ganz gut unterhalten. Es ging um die Tri-City hier. Ja, genau, jetzt ist schon ein bisschen später. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, das ist. Und zwar wollte ich sagen, was der originale Sitz für einen riesen Nachteil hat, warum ich ihn hauptsächlich mitunter auch tauschen wollte. Also abgesehen jetzt vom optischen. Und zwar der Originalsitz hat so der Bezug ist so, ja, der hat wie so Waben drauf. Und Problem ist, ich fahre ja das Moped ja, einfach das ganze Jahr oder fast das ganze Jahr, ist zumindest der Plan, außer es liegt jetzt wirklich der Schnee. Aber ja, es kann schon mal passieren, dass es Frost hat in der Nacht. Und jedes Mal war es jetzt so, wenn es Frost hatte, dass auf dem Sitz ja, der Tau halt eingefroren ist. Und wenn ich es jetzt wegwischen wollte in der Früh und bin dann mit dem Tuch drüber, dann waren diese ganzen Waben halt weiterhin voll mit Eis. Und du kriegst das einfach, du kriegst es nicht weg, kannst machen, was du willst. Und ja, dann setzt dich drauf, das Zeug schmilzt und du hast jedes Mal einen nassen Arsch. Das hat mich tierisch genervt. Und bei dem X-Max-Sitz ist es halt jetzt einfach so, ja, der hat eine glatte Oberfläche. Das ist ja wie so Kunstleder und ja, sitzt sie einfach deutlich besser. Ja, ich mache es jetzt mal nicht zu spannend. Ich denke, ich zeige es jetzt einfach mal, weil es wird immer dunkler. Man sieht schon im Kamerabild. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ich zeige euch, wie es ausschaut. Genau. So. Ja, natürlich, wie immer. Genau. Also, schwenken wir mal nach hinten. Das ist der neue Sitz von meiner Tri-City. Genau, hier mit dem erwähnten Yamaha-Symbol. Finde ich, schaut super aus. Hier vorne auch nochmal dieses ja, Metallteil, was eigentlich bloß Kunststoff ist. Ja, und so grundsätzlich, wenn man jetzt anschaut, es ist schon ein viel schönerer Sitz. Er hat, wie gesagt, diese relativ glatte Oberfläche. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich gut erkennt, wahrscheinlich nicht. Wie so Kunstleder, lässt sich auf jeden Fall super abwischen im Winter. Ja, und die Optik ist einfach Bombe. Und auch diese angedeutete Lehne hier, ich finde schon, dass sie sehr viel Nutzen hat. Also wenn ich längere Strecken fahre, ich habe bei Weitem nicht mehr die Rückenschmerzen. Es ist halt einfach irgendwas zum Anlehnen da. Finde ich persönlich super. Genau. Einen Nachteil hat er allerdings doch, der Sitz. Was jetzt mir die letzten Tage aufgefallen ist, auch in der Früh, wenn der Sitz trocken ist, nass ist, ich nehme einen Lappen, wische hier den Teil ab, wische hier alles ab und dann läuft immer wieder aus diesem Ritzen hier das Wasser hier vor. Also hier drunter hält sich das Wasser und ja, leider auch nicht ganz so optimal. Aber in Anbetracht dessen, dass ich für den Sitz hier 60 Euro bezahlt habe, glaube ich, ich habe nichts verkehrt gemacht, nichts falsch gemacht. Ich finde ihn einfach sowas von sehr viel geiler als den alten. Also würde ich zu jeder Zeit wieder machen. Ja, mich würde mal eure Meinung interessieren. Wie findet ihr den Sitz so? Würdet ihr euch diesen Sitz auch zulegen? Gefällt er euch besser? Gefällt er euch schlechter wie das Original? Also ich bin wirklich zufrieden. Was man dazu sagen muss, genau bevor ich es vergesse, ich habe das Gefühl, dass der Sitz hier eine minimal größere oder höhere Sitzhöhe hat. Und da ich sowieso bloß 1,73 oder 1,75 bin, weiß ich selber gar nicht genau. Naja, es war vorher schon ziemlich knapp mit den Füßen und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr auf Zehenspitzen stehen an der Ampel. Gut, man kann das Fahrwerk sperren, aber ja, idealer ist es schon, wenn man anständig auf dem Boden steht. Genau, also das sollte man sich vorher überlegen, ob man das wirklich will, dass er nochmal um, ja, ich denke mal so 2 cm höher ist er bestimmt. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob euch das auch gefällt, der Sitz, ob ihr euch den auch kaufen würdet. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, was man noch verbessern kann an der Tri-City, was nicht allzu viel Geld kostet, aber einen riesen Effekt hat, so wie der Sitz eben. Und genau. Ansonsten würde ich euch gern demnächst noch was zeigen, ein kleiner Trick, wie man zum Beispiel selber Fehler löscht mit der Tri-City.
mit relativ einfachen Mitteln. Genau. Aber das Video, wie gesagt, ich komme auch immer relativ selten dazu, die Videos zu machen. Nehmt es mir nicht übel. Aber vielleicht ist es in einer Woche da, vielleicht dauert es 3 Wochen. Aber auf jeden Fall wird es kommen. Und ja, wenn ihr es sehen wollt, gebt es einen Daumen nach oben. Hier, da ist er. Und abonnieren nicht vergessen, Glocke drücken. Dann wird es auch benachrichtigt, wenn das Video kommt. Und bis dahin, euer Moped Buddy.